keine Patienten. Ist das langweilig? Kein Gezeter, nicht mal Mordio. Und das in der Gemeinschaftspraxis, traurig und alt, wo sonst durch der Schmerz durch die Gänge schallt. Das reimt sich. Statt Therapie, Antipathie. Statt Heilung, keine Peilung. Wo Seelen Frust und Kummer, Wurst? Das reimt sich nicht. Na toll! Der blöde Kommentator-Gong verdirbt einmal wieder jeglichen Spaß. Warum der überhaupt hier noch rumbimmelt, wo er doch gar keine Lust auf den Job hat? Wie oft denn noch? Die Elbphilharmonie ist noch nicht fertig. Was soll ich denn als erster Orchestergong auf einer Baustelle rumbimmeln? Da muss man sich halt einen anderen Job suchen. Und überhaupt sollte mich hier eigentlich niemand hören können. Meine Erklärungen kommen von der Metaebene, vermaledeit nochmal. Ach ja, Dr. Traurig kommt mal wieder wohl zu spät zum Dienst. Und bei Alt ist eh nichts los, oder? Mal nachhören. Na, Traurig hat mir ja verboten, über die Sprechanlage mitzuhören. Aber wo kein Richter, da kein Henker, Staatsanwalt, Geschworener, Gerichtsdiener. Ach, ich war noch nie gut in Sprichwörtern. Ach ja, war ja klar. Ach, dann kann ich auch das blöde Radio anmachen. Radio Killing Video Star. Radio Killing Video Star. Und jetzt haben Sie den Begrüßungsrap, rap. Bonsoir, mes amis, einen wunderschönen guten Abend, den wir hier mit guter Laune krönen. Dafür sorgen zwei Doktoren, beide nicht ganz kommod, in der Birne, hinter der Stirne, marodes Korn und Schrot. Dr. Traurig, ein gar komischer Wicht, er heult und heult und aus meiner Sicht ein armer Tropf, seine Frau vom Messi totgefressen, von Fuß bis Kopf, schnell verputzt, wirklich schwer vermessen. Jetzt jammert er noch mehr, Patienten haben's schwer, in seiner Praxis sinkt die Überlebensrate sehr. Auch sein Kollege Alt ist nicht gerade normal. Sein alter Syreal, Pillepal, auch er hat einen Knall. Hier eine Ziege, da eine Kuh, gerne auch mal ein Mensch. Beim Opfer Ritus tappt wie Emma, kam bis Judy Dench. Im Vorzimmer sitzt Margot Kahn, Kavi-Kriterin. Sie ist schwer in Ordnung, trotz Geschnatter, ganz lieb. Da ist noch dieser Gong, der naseweise Typ. Er kommentiert und lamentiert, metaisiert. Den haben die zwei Autoren gründlich analysiert. Bianca Zur und Martin Schätze heißen die beiden. Der eine slammt, der andere checkt, das macht man gut leiden. Der dritte im Bund, ein bunter Hund namens Konrad Stoll. Der hebt heute als Steuerfahnder Schnüffel im Groll. Gegen Alte und Traurig, das bedauere ich nicht mal. Der eine leidet der anderen Freud, der lustige Qual. Das ganze Fett gefüttert von derben Beats zu Hau. Gordian Music von Top Musicalik, der hat's einfach drauf. Lass mal hören, Gordian, hau in die Tasten. Trommeln, rasseln, bimmeln, hupen, schreit bis alle aufs Rasten. Fette Props ins Licht,
Alina, merci bien. Und Tim, du bist der Größte, schauen Sie sich die geilen Flyer an. Danke Nils für Kassendeals und Nils auch nicht zu Boom. Der Hansermann, der holt uns ein, hier Quatsch zu tun. Jetzt geht's auch los, das wird famos, schnallen Sie sich an. Herzlich willkommen zu unserem Programm. Mist. Ja? Nein! Meine Brille. Bist du es wirklich? Liesel? Lieselotte? Was für eine Hochzeitseinladung. Habe ich wohl verschlammt. Wessen Hochzeit? Ach, du heißt nicht mehr Lotte. Hat sie endlich diesen bescheuerten Namen abgelegt. Was? Ach so, du hast geheiratet? Nein! Wer hat dich denn geheiratet? Nein! Aber doch nicht Theo! Theo Strick? Na toll, dann heißt sie jetzt also Strick-Liesel. Hätte Liesel jetzt noch einen Bratwurststand, könnte sie ihn Strick-Liesel-Würste nennen. Strick-Liesel-Würste. Eigentlich sollte ich Bühnenprogramme schreiben. Strick-Liesel. Ja! Ja, ich bin immer noch hier. Ja, es kann doch nicht jeder so einen reichen Mann heiraten. Was? Ach, du hast das auch gehört? Ja, es bibbelt immer noch in der Praxis. Ja, als Exorzismus neulich hat den bösen Gonggeist wohl nicht vertreiben können. Naja, manchmal ist es ja gut, wenn ihr einer Sachen erklärt. Danke. Das Lob, das wäre doch nicht nötig gewesen. Aber die meiste Zeit geht er mir tierisch auf die Nerven. Immer dieses Gebimmel aus dem Nichts. Und ich erschrecke mich dann jedes Mal. Blöde Ziege. Meine erhellenden Weisheiten kommen von der Metaebene. Ja, ja, die beiden gibt's noch. Leider. Und erstaunlicherweise. Naja, du weißt, ohne mich säßen meine beiden Chefs bestimmt schon im Knast. Oder hätten sich gegenseitig umgebracht. Ja, 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 Alt lebt tatsächlich immer noch. Oh, keine Ahnung, das weiß keiner. Vielleicht 500? Nee, so alt ist ja keiner. Ja, ja, und traurig ist immer noch Single. Naja, Witwer. Ich glaube, er vermisst seinen Hertha, obwohl er nur über sie gemotzt hat. Und jetzt ist halt keiner außer mir da, der ihn rumkommandiert. Nee, ach, hör bloß auf. Oh, diese Butterfahrt neulich, die war ein totaler Reinfall. Stell dir vor, da treffe ich im Bus tatsächlich auf meine bescheuerten Chefs. Traurig schafft es dann natürlich nicht, den besessenen Busfahrer zu therapieren. Der wollte uns alle umbringen. Was? Nein, diesmal nicht traurig, der Busfahrer. Alt hat den armen Mann ja fast in den Wahnsinn getrieben. Nur um dann selbst den Bus in den Graben zu fahren. Was? Ja, ja, Alt am Steuer, Ungeheuer. Ungeheuer trifft es bei Alt sehr gut. Ja, ja, 3 Stunden hat's gedauert, bis die Feuerwehr uns da rausgezogen hat. Und traurig saß nur noch in der Ecke und hat rumgejammert. Weil beim Unfall eine alte Dame einen Herzinfarkt bekommen hatte. Und nicht er. Dieser miese Abzocker von einem Arbeitgeber. Oh, dieser fiese, feige Patientenmörder. Dieser unfähigste aller Therapeutenversager. Wart nur ab. Eines Tages zeige ich sie an. Alle beide. Oder besser noch. Manchmal, da möchte ich die beiden einfach nur erwürgen. Einfach in trauriges Zimmer platzen. Die Hände um seinen von Tränen salzverkrusteten Hals legen und zudrücken. Bis sein Kopf blau anläuft und seine letzten Worte werden dann sein. Was bilden Sie sich ein, hier in Ihrer Arbeitszeit stundenlang zu telefonieren? Ich glaube, es hackt. Ja, Liesel? Entschuldigung, was, das war laut? Ach,
hast so ein Tinnitus, ist doch heutzutage halber. Hallo, Liesel! Und was ist mit meiner Hochzeitseinladung? Ach, hat aufgelebt. Ach ja. Margot! Dr. Traurig! Was müssen Sie mich denn so erschrecken? Und überhaupt, warum sind Sie denn heute so spät dran? Ja. Ihr Patient von gestern war nochmal da, dieser Rainer Dingsbums. Schwesterle oder so. Na, Sie wissen schon. Der nach der Therapie völlig betrunken aus dem Behandlungszimmer torkelte und die Pflanze goss. Erinnern Sie mich nicht an meine arme Pflanze. Ja, also hier doch, mit, also ohne Gießkanne. Ja, Margot, ich weiß. Also mehr mit seinem eigenen Schlauch. Margot, Ruhe jetzt. Mit Urin. Ja, Margot, ich weiß. Ich hab den Kerl doch behandelt. Ja, aber was wollte er denn noch? Na, er hat diesen Koffer abgegeben. Hier, diesen Koffer. Meinte, Sie wissen schon Bescheid. Und hat aber so komisch ein Auge zugekniffen. Sie meinen, hat gezwinkert? Ich dachte, ihm sei eine Fliege ins Auge geflogen. Zweimal. Margot. Das meint zwinkern. Gut, ich nehme dann mal den Koffer lieber an mich. Hat den sonst noch jemand gesehen, zufällig? Alt vielleicht? War sonst noch irgendjemand hier? Ist Ihnen sonst irgendwas Verdächtiges aufgefallen? Was könnte es hier denn noch an Verdächtigen geben? Geheilte Patienten oder was? Nein, sonst nichts Verdächtiges. Aber wo Sie schon mal hier sind, ich sitze hier seit Stunden an diesem Kreuzworträtsel und komme nicht weiter. Hier 8 Buchstaben. Behandlung, Heilung, mit TH am Anfang. Keine Ahnung. Trauma? Theorie der Thorsten? Thera, ach, ich geb's auf. Oder hier. Vorzimmerdame mit 10 Buchstaben. Geht los mit Sek, endet auf Ehren. Sektatärin? Es tut so weh. Na. Margot? Haben Sie das gehört? Was ist denn mein Behandlungszimmer für ein Lärm? Das? Ach, das wird dieser nette junge Mann von der Steuerfahndung sein, der ihr Zimmer durchwühlt. Oh, was? Margot! Warum sagen Sie mir das denn nicht gleich? Was macht in meinem Behandlungszimmer? Ah, au contraire, Doktor Traurig. Wenn das wirklich Ihr Name und Ihr rechtmäßig erworbener Titel ist. Was haben Sie denn da für einen Aktenordner? Aha. Traurig Sigismund Schlomo hat am 2. Februar 1980 an der Universität Novosibirsk den Titel eines Doktors unehrenhalber am Psychiatrol
Psychatrologischen Institut, ich wiederhole, Psychatrologischen Institut für Angewandtes, das Wort Ausgedachtes ist durchgestrichen, also für Angewandtes Psychozeugs. Psychozeugs? Psychozeugs. Ja, Geben Sie das an den Verkehr. Angewandtes Psychozeugs an der Geisteskrankenfakultät im Tüdelchen erworben. Herr Traurig, hier steht in Tüdelchen erworben. Was will uns denn diese Urkunde sagen? Nicht kaputt. Wie viel Geld haben Sie denn der Universität Novosibirsk? Überweisen müssen, um dieses lachhafte Stück Papier zu erhalten, das bestimmt die Druckertinte dazu auf nicht wert ist. Jetzt nicht mehr. Ja, wie kommen Sie überhaupt dazu, hier einfach so reinzuplatzen und meine Sache zu befühlen? Wer sind Sie denn überhaupt? Oh, Schnüffelkuckuck. Vom Ersten. Was? Horft. Schnüffelkuckuck. Vom Ersten horft Schnüffelkuckuck. Vom Zweiten und horft Schnüffelkuckuck. Vom Dritten. Was? Erfahren Sie nicht so konsterniert. Ich habe einen Trippelnamen. Hallo, Gif. Ich bin Auktionator. Steuerfahnder. Ja. Und Gerichtsvollzieher. Was hat denn Ihr Beruf mit Ihrem Namen zu tun? Nun, also, laut Bühnengesetz zur personellen Verdeutlichung § 15 Absatz 2 sollten Rollennamen zum Zwecke der trennscharfen Abgrenzung des handelnden Bühnenpersonals stets gemäß äußerer Kennzeichen, auffälliger Verhaltensweisen oder wie in unserem Fall humoristischer Begriffe angelegt an berufliche Qualifikationen gewählt werden. Ich hasse diesen blöden Meta-Humor. Dabei wohne ich auf der Meta-Ebene. Herr Traubig, hier, Herr Pallus. Konkret. Auktionator? Au! Zum Ersten, Gerichtsvollzieher, zum Zweiten, Kuckuck, hab ich noch vergessen, Steuerfahnder, Schnüffel, zum Dritten. Warum haben Sie mich denn? Schnüffel, Kuckuck, zum Ersten. Vielleicht habe ich Ihnen noch gar nicht meine Karte gegeben. Aber wie, was sind das? Drei, in welcher Funktion sind Sie denn jetzt hier? So, wo wollen Sie die Praxis? Wollen Sie die Praxis verhökern? Oder Geld eintreiben, oder? Nein, nein. Oh, hoffe ich nicht doch nie immer. Einerseits würde ich in diesen Räumlichkeiten ohnehin keinerlei Wertgegenstände finden. Andererseits habe ich schon sämtliche Kuckucke. Kuckucke ist wirklich der Plural. Schlagen Sie es ruhig nach. Und Sie? Hauen bitte Traurig nochmal, das hat mir gefallen. Sämtliche meiner Kuckucke hängen in der Wohnung von Herrn und Frau Kot. Also, doch, Herr Traurig. Was schließen Sie darauf? Sie haben keine Kuckucke mehr? Nein. Ich bin hier in meiner Funktion als steuerfahrender Schnüffel. Oh. Herr Traurig, laut Steuergesetzbuch § 23 Absatz 14 sind Sie in Ihrer Funktion als Praxisteilhaber neben Ihren alten Kollegen, Kollegen Alt, vollständig haftbar für pekuniäre Unregelmäßigkeiten hinsichtlich des Umsatzes Ihrer gemeinsamen therapeutischen Tätigkeit. Hier habe ich eine beispielsweise äußerst interessanten Eintrag gefunden. Angeblich ist einer Ihrer Patienten während der Behandlung verschwunden. Verschwunden, Dr. Traul.
Und obendrein haben die für diese erfolgreiche Therapie einen Bonus von der Krankenkasse bekommen. Den sie natürlich nicht rechtskonform versteuert haben. Hier steht nämlich am Rand nur zur Hölle damit. Handgeschrieben. Und das ist nicht das einzige Mal, ja? Hier, mindestens ein Dutzend Mal finde ich derartige Unregelmäßigkeiten in Ihren Unterlagen. Mit dieser seltsamen Bemerkung. Klingelt da was bei Ihnen? Nee, ab und an kommt es hier in der Praxis. Als Exorzismus letzte Woche hat es scheinbar nicht so ganz funktioniert. Das arme Schaf. Margots Menstruation. Das meinte ich nicht. Was auch immer das ist. Nun, Herr Traurig, es haben sich einige Verdachtsmomente gehäuft. Schnüffel. Verdacht? Hat Margot etwa gepetzt? Margot! Habt ihr vielleicht gepetzt, die alte Quatschbasel? Erst funktioniert hier Menstruationsexorzismus bloß nicht und davon petzen sie mich auch noch! Immer sind sie so gemein zu mir! Ich hab nichts verpetzt! Nicht mal, dass sie nach jeder Sitzung 10 Minuten lang an ihrem Daumen lutschen! Margot! Nein? Nee. Wir haben da, einen anonymen Tipp bekommen. Von einem gewissen, Luke. Luke? Luke? Kenn ich nicht. Ja, und dann wäre ja noch die Geschichte über... Ja, mit dem Koffer. Hatten Sie, Herr Traurig, in jüngster Vergangenheit vor einem seltsam sprechenden älteren Herrn, der für pseudoliberale Werte eintritt und gerne Wein trinkt, Kontakt? Nein, nein, nein. Ein gewisser Rainer B. Punkt? Rein B? Nein, nein. Herr Traurig. Nein. Was verstecken Sie da eigentlich hinter sich? Nix. Sieht sehr entspannt aus. Und was tummeln Sie da eigentlich an der Sprechanlage rum? Hm? Ja. Was ist auf diesem Tipp drauf? Warum ist überhaupt in der Sprechanlage eine Musikkassette? Das habe ich mich auch schon immer gefragt. Unsere Anlage ist ein Kombigerät aus Kassettenrekorder und Sprechanlage. Aha. Aha. Nun, laut deutschem Technikrecht, Paragraph 12, kann die Kombination aus Aufnahmegerät und Interkommunikationsanlage zu Elektrobrand führen und ist daher verboten. Laut Absatz 13 ist der Name Elektrobrand als Name einer Elektroband zukünftig von den Verfassern geschützt. Aber das tut ja nichts zur Sache. Herr Traurig, wo ist die Kassette? Herr Traurig. Warum steht auf dieser Kassette eigentlich drauf Sitzung mit Rainer B. Vielleicht hören wir da einfach mal rein, was auf dieser Kassette aufgenommen wurde. Therapie.
Ja, Lust habe ich ja schon, aber Mama hat es mir verboten. Ja, sie meint, du hättest einen schlechten Einfluss. Wir hätten nicht auf den Kran klettern sollen. Und lustig war es schon, wie dann das ganze Gebäude zusammengekackt ist. Was steht der blöde Hund da auch in der Baggerfahrerspur rum? Doch. Du, ich muss aufpassen. Ich glaube, Mama hat Margot dazu angestiftet, meine Telefonate mitzuhören. Die ist eh nicht gut auf mich zu sprechen und die verpetzt mich garantiert. Ja, also vielleicht morgen Nachmittag. Ach, die Patienten, die kommen auch mal ohne mich aus. Oder sogar besser. Ja, Luzi, ich melde mich dann morgen. Dann können wir... Oh, was ist denn den Flammenwerfer hier? Was ist denn eine Asferatenkammer? Das klingt gut. Dann treffen wir uns um 3 vor dem Streichelzoo. Bis dann, Luzi! Ach, schön. Ach, dass Mama aber auch an allem und an jedem was auszusetzen hat. Da findet man mal einen Freund, jemand, der einen versteht. Mit dem man gemeinsam über Missgeschicke anderer lacht. Mit dem man lustige Abenteuer erlebt. Und überhaupt, hat sie denn eine Ahnung, wie schwer es ist, um die 40 noch einen Freund zu finden? Einen echten Freund. Aber lass mich in Ruhe, Mama! Luzi ist mein Freund! Dann stinkt er halt nach Schweden. Na und? Ich lass mich von dir nicht mehr rumkommandieren. Nein, ich bin kein Muttersöhnchen. Nein, ich bin ein Mann. Ein völlig normaler Mann. Ich bin normal. Ruhig. Normal. Du bist völlig normal. Die anderen, die Patienten, die sind... Ja, du bist der Tatakal. Du bist der Tatakal. Ja, das sind die Patienten. So, und jetzt schaltest du schön deine Radio ein. Doch nicht jetzt. Warum denn gerade jetzt? Entschuldigung, Heil. Ich muss das Radio einschalten. Ja, Kruzi Türken nochmal. Kruzi Türken. Ein nicht ganz politisch korrekter Fluch aus den Kriegen gegen das Osmanische Reich, die sogenannten Türkenkriege im 16. und 17. Jahrhundert. Das Kunstwort ist zusammengesetzt aus Kruzifix oder Kurunzen, rumänische Kreuzzugteilnehmer und Türken. Erklären macht Spaß. Oh, da kommt sie halt rein, Mann! Doktor, alt? Nein! Jetzt Ruhe, Radio! Führende Hoteliers und Spielautomatenhersteller in die Parteizentrale der FDP ein und stahlen jedwede Wertgegenstände. Rückforderungen der Parteispendengelder nach der verlorenen Wahl konnten jedoch nicht gedeckt werden. Insgesamt belief sich die Beute auf 25,17 €. Auf der eilig berufenen Pressekonferenz sagte der kleine Fipsi dazu: Wir haben nicht nur eine Wahl verloren, wir haben auch unsere Würde verloren. Aufgrund des lauten Gelächters der anwesenden Journalisten konnte der S nicht verstanden werden. Weitere Parteigenossen, darunter Rainer B. Punkt, sind seit der Wahl nicht mehr gesichtet worden. Die Zeit ist spät, das Wetter mies, der Regen nass, die Kälte fies. Willkommen zu Kontrovers, unserem Kulturmagazin wieder postmoderner Sinnentleerung. Sie hören eine neue Folge der Serie Geistesgrößen der Menschheitsgeschichte zacken sich. Heute auf dem Red Battleground das Kaiser-Spezial, Pickelhaube Willi II. Des Beatboxen Bonaparte. Wir wünschen Ihnen erbauliches Vergnügen. Musik.
Werner, ich steh auf in Werner, bitte, ich bin. Ach so, du stehst schon, ich seh schon, beziehungsweise nicht. Ja, ja, du schrumpf mal Zackenzwack, dein Kaiserreich steht auf. Moment. Sie hören während Ihrer Behandlungszeit Radio, Herr Traurig. Stellen Sie etwa diese Zeit dem Patienten in Rechnung? Nun, laut Patientenrecht, ist dann mein Buch abgelesen. Laut Patientenrecht hat der Patient, der Geprellte, nicht nur Schadensersatz dann vor Gericht einzuklagen, sondern Sie können auch Ihre Lizenz als staatlich geprüfter Therapeut verlieren. Lizenz. Apropos. Wo ist denn die überhaupt? Ha? Die hat's. Margot wohl. Da hat Margot wohl die Praxis mal wieder zu gut aufgeräumt. Nichts kann man ihnen recht machen! Ruhe, Margot! Sie sollen doch nie über die Sprechanlage mithören. Und Sie? Sie? Was? Sie können doch hier nicht einfach das Dummband anhalten und bei der Lieblingssendung unterbrechen. Jetzt holen Sie sich völlig zurück. Ich glaube, es hackt. Das war gut. Heute auf dem Red Battleground das Kaiserspezial Picklaube Willi der Zweite des Beatbox in Bonaparte. Wir wünschen Ihnen erbauliches Vergnügen. Red bloß nicht so geschwollen. Kleiner Witz, steh auf und wer damit ihr spricht. Ach so, du stehst schon, ich seh schon. Beziehungsweise nicht. Ja, ja, du schon Verzackenzwerg. Dein Kaiserreich steht auf einem Berg mit Leichen ohne Gleichen. Durchgeknallter ist ein Berg. Jetzt nimm die Hand mal aus der Hose. Ach, Weste, Jacke, Bluse, mir noch Wumpe, dein Gelumpe. Mach nicht fröhlich, du Heususe. Jetzt guck doch, nicht so verkniffen aus deinem Satarweichkissen. Dein Volk hungert und du lungerst bei den Russen, die dich treten in dein Fettpo, gar nicht nett so. Und du, na du, verpiss dich ab nach Elba, bist ne Pfirsich Melba. Verschluck dich nicht, du Wicht, das noch ne Schlacht, die dir das Leben zur Hölle macht. Viel Spaß wünscht dir die ganze Crew und aber singt dein Waterloo. Hören Sie nächste Woche Ticke Bosch. Sind Sie alt? Naja, also mit 40, da zählt man wohl nicht mehr zur jungen Hupfdohlen-Generation hier mit ihrer lärmenden Musik und diesen ganzen neumodischen Computerzeug. Immer schön den Stöpsel im Ohr, ne? Die Welt ausgeschaltet. Die fangen in ihrer eigenen kleinen Blase. Der Kontakt nach außen nur mehr virtuell. Da darf es dann aber auch kein Wimpernschlag dauern, bis man das neue Foto von Heinz hat, der sich gerade selbst auf dem Zahnarztstuhl geknipst hat. Das ist so lang. Und wen interessiert denn das? Ha, wen denn? Ist mir doch scheißegal, dass Hilde fremd geknutscht hat, wer da gestern Abend wohin gekotzt hat. Als ob mein Sohn sonst keine Freunde hat, die er mit seinem Handy scheißen nerven kann. Denk, guck, Papa, schau, hier. Da hat Juli sich von Ego tätowieren lassen und statt Mutzi steht jetzt Nutzi da. Sohnemann, jetzt werd doch endlich erwachsen. Was kann ich denn dafür, dass Messi deine Mutter gefressen hat und mich als armen Alleinerziehenden im Stich gelassen hat? Ha? Hertha, du feige Pote, du Ziege, du Zahnzippe, du! Nehmen Sie Ihre Hände da, bitte.
Kennen Sie mich denn gar nicht wieder? Na? Uso. 25 Uso. Neuer griechischer Rekord. Und der Sirtaki? Na? Das ganze Restaurant hat uns zugejubelt. Na? Da haben Sie mir Ihre Karte zugesteckt. Für Notfälle. Na? Klingelt's? Nein, es kommt. Permanent. Das Aluschaf. Was kann ich denn dafür, wenn Alt nicht mal einen vernünftigen Exorzismus hinkriegt? Das arme Schaf. Na toll. Der war wohl noch besoffener als ich. Also, guck. Ich bin's. Rainer. Was bin da? Der mit der schlechten Grammatik? Angst, Essen, Seele auf. Das soll hohe deutsche Filmkunst sein. Nein. Ha! Vielleicht Rainer Bonhoff? So weit weg vom Bökelberg? Boah, nee, ich bin... Kalli! Kalli Kallmund! Na, du hast aber abgenommen. Vielleicht einfach das Gläschen Friteusenfett zur Mahlzeit weggelassen? Na, kann nicht sein. Da so viel Disziplin traue ich dem nicht zu. Nee. Rainer. Rainer? Nee, mehr Rainer kenne ich nicht. Der Name Rainer war am Anfang des 20. Jahrhunderts kaum bekannt in Deutschland. Seine Beliebtheit stieg Ende der 20er Jahre und erlebte gegen Ende der 30er einen weiteren Schub. In den 40er und 50er Jahren war der Name einige Male unter den 10 meistvergebenen Jungennamen. Dann ging seine Verbreitung zunächst etwas, in den 80er Jahren dann stark zurück. Was ich nicht alles weiß. Ich bin's. Na, weißt du nicht mehr? Dann Griechen sagen wir doch noch. Trink, trink, Brüderle, trink. Lass doch die Sorgen. Zu Hause. Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum. Dort, wo die Kinder schläfern, heiß vom Hetzen. Dort, wo die Alten sich zu Abend setzen. Und Herde glühen und hellen ihren Raum. Rilke. Rainer Maria Rilke. Ich bin zu Hause. Schönes Gedicht. Moment. Oh Gott, nein. War Rilke nicht tot? Oh nein, ich schon wieder. Oh, alt, Mensch, alt! Ich sagte doch, sie sollte die Toten in Ruhe lassen. Oh. Geh weg, Untoter! Ich schmeck ganz salzig. Nein, nein, nein! Ich bin nicht Rainer Maria Rilke. Jetzt redet er auch noch mit sich selbst und das als Psychodok. Ich bin Rainer B. Sie wissen schon, der aus der Politik. Der von den Bösen. Von den Spinnern. Guido Mobil. Einfacheres, gerechteres Steuermodell. Fipsi. Ne? Die bei der Wahl eins auf den Latz bekommen haben. Ach, Rainer Brüder. B. Die Wände am Ohren. Das hast du selbst gesagt. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Aber nein, Sie sind doch nicht dieser Politiker, nee. Ja, den habe ich ganz anders in Erinnerung. Der spricht doch immer so merkwürdig, so unverständliches Zeug in einer fremden Sprache. So, ach. Jetzt verstehe ich. Nach der verlorenen Wahl bekam sie eine schwere Identitätskrise. Und ihr Politiker-Ich, das erfüllte keinerlei Funktion mehr. Deswegen mussten sie sich quasi neu erfinden, um ihrem Leben wieder Sinn zu geben. Nein, ich. Und jetzt rebelliert ihr altes Ich gegen ihr neues und will ihren Körper wieder in Besitz nehmen. Ha! Rainer, ich sage dir. Verleugnung hat doch niemals zu... Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich sagte doch, Sie sollen das Tonband nicht unterbrechen!
Ich höre aus Dr. 1 Zimmer merkwürdige Geräusche. Also, noch merkwürdiger als sonst. Er schreit immer wieder, Alzheimer, Alzheimer, die Lösung! Na Gott, jetzt lassen Sie mich mit diesem unwichtigen Zeug in Frieden. Ich habe hier ganz andere Probleme. Immer sind Sie so gemein zu mir! Und Sie? Sie unterbrechen hier nicht ständig Entschuldigung, meine... wenn ich Sie hier unterbreche, aber ich bin nur aus Versehen auf den Pausenknopf gekommen. Sie. Aber sagen Sie mal, Herr Traurig, haben Sie sich eigentlich gar nicht gewundert, dass dieser Rainer Brüder... B-Punkt. Rainer B-Punkt. Also, dass der, was der in ihrer Praxis verloren hat... Hm? Naja. Na, werden wir ja hören. Etwas nützlich geführt. Hängt manchmal ein bisschen nach. Moderne Technik. Da weiß doch jetzt keiner mehr, wie der Satz angefangen hat. Traurig sagte vorher, Verleumdung hat doch niemals zu... So. Zu was? Ach, egal. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Du wolltest mir gerade einreden. Ich. Rainer B. Punkt. Hätte nach der verlorenen Wahl eine andere Identität angenommen. Weil mein Politiker, ich, arbeits- und funktionslos ist. Sag mal alt. Alt? Aber ich bin traurig. Ja, genau, das habe ich bemerkt. Jetzt mal im Ernst. So von Ehrenmann zu Ehrenmann. Bist du wirklich ein professioneller Seelenheiler? Professionell? Ja. Zumindest behaupte ich das seit Jahren. Aber eigentlich kann ich mich gar nicht mehr so recht an die Zeit vor Alt und vor der Praxis erinnern. Aber ja, irgendwas muss doch da gewesen sein. Wie bin ich denn eigentlich hier gelandet? Und es kommt ja auch tagtäglich Patienten, denen ich helfen soll. Und der Mensch braucht doch eine Beschäftigung. Sonst ist doch alles noch sinnloser. Wenn ich nicht mal mehr das hätte, dann könnte ich ja gleich zu Hause bleiben, 15 Kilo Chips kaufen, 3 Kästen Cola, vor dem Bildschirm flitzen und alle 800 Folgen von Dr. Who gucken, bis der Bart an den Zehen kitzelt. Alt. Bitte. Kommen wir wieder zur Sache. Ich sagte dir schon beim Riechen, ich habe da so meine Probleme. Seit der verlorenen Wahl rücken mir die ganzen Parteispender auf den Pelz. Die geprellten Hoteliere, diese miesen Automatenhersteller mit ihren Schlägertrupps. Sie wollen ihr Geld zurück. Was kann ich denn dafür, dass der Wähler nicht blöd genug ist, uns nochmal zu wählen? Na, und da haben wir jetzt keinen, da wir jetzt keinen Einfluss mehr auf Mutti und Co. haben, da habe ich einfach die Geheimkonten geräumt. Investiert in meinen Schatz. Und der liegt jetzt da, in einem schwarzen Koffer, den ich bei den Bahngleisen verscharrt habe. Und du? Du meintest doch, es wäre möglich, gegen eine 10%ige Gebühr den Koffer hier zwischenzulagern, bis Gras über die ganze Sache gewachsen ist. Alt! Aufwachen! Was? Ich bin traurig, was? Ach, das weiß ich. Du heulst ja nur rum. Also wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man glatt meinen, wir hätten gestern nicht miteinander gesoffen. Ha!
Das ist es. Kommt da jetzt noch was? Jetzt weiß ich wieder, warum ich sie nicht erkannt habe. Betrunken! Sie reden doch normalerweise so merkwürdig, als wären sie betrunken. Und genau das ist auch die Lösung ihres kleinen Identitätsproblems. Ja, aber ich habe doch gar kein... Um ihr Dasein wieder mit Sinn voll zu stopfen, müssen wir sie einfach wieder mit ihrem alten Ich versöhnen. Ne? Und dafür habe ich genau das Richtige. Haben Sie das Richtige? Ja. Schnellsprit von der Firma Suff. Ist das Ihr Ernst? Oh nee, nicht schon wieder. Ich nehm's vorweg. Ein Bild von Traurigsohn Heinz steht auf dem Schreibtisch. Also kein von ihm gemaltes Bild. Ein Foto. Ach, und früher hieß er auch mal Ernst. Ach, ich bin einfach zu alt für diesen Scheiß. Ja, das ist mein voller Ernst. Na, ich weiß ja nicht, aber... einen gebotenen Schnaps habe ich eigentlich noch nie verschmäht. Also, was soll's? Den hat Alt selbst gebraut. Alt selbst? Och, hat der Alt aber bestimmt fein gemacht. Ja, fein. Ja, mehr, genau. Das soll Ihnen helfen. Dann erkenne ich Sie auch hoffentlich wieder. Mehr. Ja, Rainer, schön trinken. Raus. Genau. Austrinken. Ja. Austrinken. Ja. Fein. Na? Rainer, wie fühlen wir uns denn jetzt? Was ich kenne, ist die Eidung, meine Eidung. Und die Eidung der Bundesregierung. Eine einheitliche, flächendeckende Mindestlohn. Nein, aber wie können Sie uns sehr wohl vorstellen, dass es das was es heute beim Mindestarbeitsbedingungsgesetz schon gibt zu einer unabhängigen Kommission erweitert wird? Rainer! Ach Mensch, ich mochte nie deine Partei. Und ich habe dich nie verstanden. Aber irgendwie würde ich gerne mit dir einen trinken. Einer trinkt man nur. Ja. Oh, Schatz, ist schwer. Ist vielleicht besser so. Ich glaube, ich sollte während der Arbeit nicht trinken. Das... Na, Rainer? Wie fühlst du dich denn jetzt? Ich bin wieder ich selbst. Der reine Wirtschaftsminister, Superminister, der reine. Genau. Ich habe keine Ahnung, was er sagt. Aber irgendwie mach ich die Knüttel. Ich muss mal. Aha! Halt! Doch nicht hier, Rainer! Nein, lass zu, du kannst doch schon gehen. Also so gut wie du drauf bist, so einen zufriedenen Patienten hatte ich schon lange nicht mehr. War hier überhaupt jemand schon mal zufrieden? Mich eingeschlossen? So ein! Oh. Alter, ist auch geworden. Ja. Oh ja. Ich muss. Ich muss gehen. Ja. Und ich muss. Ich komme dann mal Morge. Ich komme dann Morge wieder. Morge, ja. Morge. Ja. Mit dem Koffer. Koffer. Ja. Ja, Kartoffeln, ja. Aus dem Tierchen, ja, genau. Kartoffeltierchen, ja. Tschüss, Rainer. Ach, so ein netter Mensch. Ein bisschen schwerfällig. Ne? Ich muss mal... Ist der bei der Partei gleich? Ich muss... Was? Nee. Ach ja, das ist mein Rainer. Trink. Thank you.
So. Ha! Wusste ich doch. Wir verfolgen Rainer B. Punkt seit der verlorenen Wahl. Wir wussten, dass die ganzen armen Hoteliers und Automatenhersteller ihre Parteispenden zurückfordern würden. Und als Rainer B. Punkt heute Morgen mit einem schwarzen Koffer in diese Praxis kam, da war die Sache klar. Ich wusste nichts von dem Koffer. Ich dachte, er hat einfach ein großes Alkoholproblem. So wie jeder. Was ist gehört, dann war der am Ende so nett. Oh, Mensch, so ein netter Mensch. Wie soll ich denn darauf kommen, dass er der FDP ist? Na, traurig. Das Lamentieren ist jetzt zu spät. Warum? Lamentation ist laut deutschem Lamentierrecht § 5 Absatz 1 ausschließlich in unbegründeten Fällen erlaubt. Und laut deutschem Klangähnlichkeitsgesetz § 7 Absatz 12 dürfen die aber in jedem Fall laminieren. Laminieren. Herr Traurig, in meiner Funktion als Steuerermittler bringt auch noch auch schon nach vor. Und Gerät folgt. Hallo, hier. Muss mal aufpassen, ja. Weil vom Vergnügen hier. So. Klage ich Sie der unversteuerten Parteigelder der FDP und der Unterschlagung derselben an, dass Sie die beiseite geschafft haben. Haben Sie dazu was zu sagen? Traurig geht in Knast, traurig geht in Knast. Schnauze! Naja. Der mal schließlich von Amts wegen hier die Gemeinschaftspraxis traurig und alt. Bis ich ein Käufer für diese man nennt es glaube ich Räumlichkeiten gefunden hat. Das wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die Steuerschuld mit dem anfallenden Betrag beglichen werden kann. Herr Kollege! Herr Kollege! Herr Kollege! Sie glauben gar nicht, was mir hier passiert ist. Eben noch brauche ich an meiner Alzheimer-Hirnauflösung. Fällt mir die Spritze aus der Hand und zack, direkt in... Moment. Herr Kollege, Sie sehen verändert aus. Sagen Sie mal Friseur? Halt, ich bin hier drüben! Und ich habe schlechte Neuigkeiten. Was denn? Hat mein Gong-Exorzismus etwa nicht funktioniert? Nein, nur neue Musik. Gefällt mir. Ach, das arme Schaf! Ja. Und Margots Menstruations... Hallo. Dr. Karl Gustav Alt nehme ich an. Abnehmen wäre ja auch Unsinn. So dünn, wie sie schon sind. Alt! Ja, nehme ich eine Steuerfahndung. Ich will die Praxis schließen. Und an den höchstbietenden Verhökern. Tu mal, dieser Rainer B-Punkt hier. FDP-Parteispendengelder. Zwischenlager, Freunde. Rainer? Ich habe ihm doch gesagt, er soll damit zu mir kommen. Oh, hat er meinen Koffer hier gelassen? Ihren Koffer? Natürlich. Ach, an dem Abend waren wir so betrunken. Da hat er sich wahrscheinlich mein Gesicht nicht merken können. Und ich sagte noch, die Flasche Methanol kriegst du ohne Langzeitschäden nicht runter. Weiß ich aus Erfahrung sowas. Memme. Und dann habe ich Ohren an die Wände gemalt. Und immer wieder gesagt, die Wände haben Ohren. Da kam der gute Rainer gar nicht mit klar. Halt, Idiot! Mir kommt gleich unter den Hammer. Naja, nicht gleich, ne? Erst in einer Viertelstunde. Pause.
Nein. Nein, nicht da. Nein. Das ist alles weg. Das ist alles weg. Was? Ich bin nicht weg. Ich bin tight. Alt MC ist ein Genie. Fick dich ins Knie. Hihihihi. Word. Was? War ja klar. Wir verlieren hier gleich die Praxis und Sie sind natürlich wieder eingeschlafen und Sie kriegen nichts mehr mit. Wenn ich das nur auch könnte. Och, diesen gesunden Hang zu Nickerchen, den kann man ganz leicht entwickeln, traurig Baby. Haben Sie gerade traurig Baby gesagt? Um ständig so rechtschaffen müde wie ich zu sein, braucht es nur erfüllende harte Arbeit und frische Luft. Viel frische Luft. Und Klebstoffdämpfe. Unmengen an Klebstoffdämpfen. Klebstoff inhalieren hilft so ziemlich gegen alles. Außer gegen diese nervigen blauen Elfen. Und gegen das Ungeziefer unter der Haut. Dieses Ungeziefer gehört jetzt dem Staat. Hey! Wollen Sie mich enthaaren? Da sind Sie aber meilenweit von meiner Bikini-Zone entfernt. Aber kann vielleicht nicht schaden. Folgen Sie einfach dem Geruch. Halt! Mir geht es schon schlecht genug. Ohne diese Bilder am Kopf. Was ist denn überhaupt das Problem? Ich will mir ganz einfach nicht Ihren Unterleib vorstellen. Da verpassen Sie was. Aber ich meine, wer ist dieser Typ? Was klebt der hier so rum? Und warum stört Sie das Ganze? Nun, laut modernem Bühnengesetz, unter Nichtberücksichtigung der aristotelischen Konstanz von Raum und Zeit, Paragraph 3, Abschnitt Alpha, dürfen nach Erholungsunterbrechen sogenannten Pausen, kurze Expositionen bzw. Reexpositionen der bisherigen Handlung gegeben werden. Was? Sie dürfen Ihrem vergesslichen Kollegen sagen, was hier los ist. Ja, toll. Ja, muss ich die schlechten Nachrichten überbringen? Also alt. Der Herr hier, der hat unsere Steuerunterlagen geprüft und jetzt will er unsere Praxis pfänden. Ja, genau. Ja. Und direkt danach im Anschluss versteigern. Sobald ich hier alles gefändet habe, können wir gleich ins Auktionshaus. Nämlich dadurch, dass ich drei Ämter vertrete, kann man das beschleunigen. Hier, meine Karten. Steuerfahnder. Horst Schnüssel-Kofuk zum ersten Auktionator Gerichtsvorzieher. Moment. Augenblick. Ich sehe, wir haben neues Eigentum. Das gehört jetzt dem Staat. Übrigens, wie heißen Sie eigentlich genau? Ich habe hier nur höchst widersprüchliche Angaben. Zum Beispiel, das hier ist hier Alter. Ihr Alter. 33. Ach nee, 33. Dezember 1911 und 12. Oder hier, geboren im Carbon. Das klingt nach einer Ortsangabe. Oder hier, 2008. Oder hier, letzten Dienstag. Das ist allerdings das Merkwürdigste. Geboren, als die Sonne glührot am Himmel stand und das kleine Volk noch unter der Erde lebte und Erz für die Menschen und Elfen abbaute. Das ist aus meinem Entwurf für einen Fantasy-Roman. Das verwechsel ich manchmal mit meinen Papieren. Ach so.
Dann wohnen Sie auch nicht am Fuße des Donnerberges. Im Lande der kreischenden Käfer und gleich hinter dem hungrigen Finsterwald. Doch, doch, das stimmt. Donnerberg 5, um genau zu sein. Wir haben inzwischen Hausnummern bekommen. Halt! Der wird unsere Praxis pfänden. Warum haben Sie nur diesen blöden schwarzen Kopf hierher bringen lassen? Schön. Moment, Herr Kuckuck. Ja? Herr Kuckuck. Ja. Es kann doch nicht sein, dass Sie nur auf uns gekommen sind, weil Sie Brüder. Warte mal, hier. Keiner B-Punkt. Hierher verfolgt haben. Scheuklappen. Der war doch so vorsichtig. Vorsichtig, aber bestimmt nicht mit der Zimmerpflanze. Oh mein Gott, jetzt hören Sie auf. Und hören Sie auch mitzuhören. Aber sowas passiert doch. So passiert doch jedem Mal. Ja, mir auf jeden Fall. In der Pause eben erst habe ich wieder die ganze Praxis als mein Revier markiert. Oh. Das ist ja widerlich! Ach, Sie haben doch erst neulich mitten in die Praxis menstruiert, Margot. Auf Ihre Anweisung! Nur für diesen blöden Exorzismus, der eh nicht geklappt hat! Oh, das arme Schaf. Und wie konnten Sie jetzt Brüder Herrn B. Punkt bis hierher verfolgen, Herr Kuckuck? Bei all seinen Vorsichtsmaßnahmen. Ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Jemand mit Trenchcoat, Sonnenbrille und Schirmmütze, der einen Aktenkoffer vor seine Brust drückt, ist ja auch überhaupt nicht auffällig. Ne? Ja, aber wissen Sie, nach Charakter, Konsistenz, Gewerb, Paragraph 8 abwappen. Ist es mir natürlich verboten, zu diesem Zeitpunkt meiner Darstellung leider ein Sarkasmus zu zeigen. Dann also wo? Wir hatten einen weiteren Tipp. Ihre Praxis betreffend. Nein, ein gewisser Bernd Lucker hat seine Verbindung genutzt, um sich über Sie zu beschweren, Herr Traurig. Und das Finanzamt, also mich, auf Sie zu hetzen. Finanzamt. Bernd Lucke? Das sagt mir nichts. Bernd Lucke? Ihn halt? Was? Nee, nie gehört. Gucken Sie mal da, Traurig. Fußboden. Ah, halt. Na gut. Vielleicht war da so ein Patient mit dem Namen. Und vielleicht habe ich den ja zum Weinen gebracht. Und verspottet. So ein bisschen. Nachgeärgert. Ausgeladen. Mit einem Stock gehauen. Das war ja wieder klar, dass Sie uns diesen ganzen Schlamassel hier eingebrockt haben. Hey, so schlimm war das gar nicht. Hören Sie sich das doch mal selber an. Was? Ja. Können Sie rein, Mann. Wo waren die Kassette denn? In meinem BH. In meinem Alter sitzt das alles nicht nur so fest wie bei Ihnen. Na, hey! Ach, Traurig. Wenn wir die Praxis verlieren und uns nach alternativen Einnahmequellen umsehen müssen, dann dürfen Sie nicht mehr so prüde sein. Oh Gott, nein, legen Sie das mal ein. Ja. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Schade. Ich war da schon klasse. Oh, Alter. Ihretwegen verlieren wir jetzt hier die Praxis, oder was? Da muss ich gleich mal einhaken. Euro, ja oder nein? Was?
Ach, ich wollte auch mal aktuell sein. Eigentlich hätte das eben auch noch besser Hans-Olaf Henkel statt Lucky Lucky sein müssen, um ganz nah am Tagisch geschehen zu sein. Aber der ist einfach nur verrückt und nicht so kindisch-schmollig wie der kleine Lucky Lucky. Das hätte nicht so gut in die Show gepasst. Was denn für eine Show? Oh nee, sehen Sie da jetzt schon wieder Menschen alt? Das kann doch so nicht weitergehen. Habe ich nicht vorhin gesagt, dass ich Meta-Humor hasse? Laut Bühnenbaugesetz, Paragraph Meta-Abschnitt Postmodern. Darf die vierte Wand in fiktiven Geschichten nicht übermäßig belastet werden, da das Venetze Erzählgerüst sonst komplett einstürzen könnte? Venetze, ja. Danke. Endlich mal jemand, der auf meiner Seite steht. So leicht kommen Sie mir nicht davon her. Gong, der Weisheit. Wo heißen Sie? Das ist doch kein Name. Und außerdem kaum lesbar, so klar krakelig, wie das da eingelöst ist. Versuchen Sie mal zu schreiben ohne Hände. Wie bitte? Nichts. Ja, mein offizieller Name ist Gong der Weisheit. Und des Reichtums. Und der Schönheit. Und der sexuellen Leistungskraft. Aber Sie dürfen mich, oh erhabener, mächtiger und prachtvoller Übergang nennen. Nein. Schade. Wie immer Sie auch heißen. Ich hab da eine wunderbare Idee. Wie wird jedenfalls hiermit auch gefändet? Was? Aber das geht doch nicht. Ich weigere mich, mich von Ihnen fänden zu lassen. Ich bin hier auf meiner Meta-Ebene. So. Und wo ich jetzt auch gerade mal auf dieser Ebene bin, da kann ich ja auch diese ganzen Menschen hier sehen. Die sind doch genauso verrückt wie alt! Bitte? Von Ihnen lasse ich mich bestimmt gar nicht therapieren, Herr Doktor. Herr Traurig. Hier, das sind Menschen. Nur da. Eine. Zweiter. Und so weiter. Da hinten. Ja, da oben. Überall Menschen. Ja, und die haben natürlich einen Wert. Und zwar als Wesen des Geistes und der Kreativität. Bewusst gewordene Bruchstücke des Universums. Die Schönheit und Erhabenheit aufstrahlen. Nee, Moment. Das hat irgendein Hippie auf den 60er Jahren gemacht. Entschuldigung. So, aber laut amtlicher neoliberaler Statute haben Menschen Wert als Arbeitskraft und Konsumvieh. Und als Organquellen. Davon steht hier nichts. Aber die AfD ist ja auch noch nicht an der Macht. Nach aktueller Sachlage beträgt der Wert eines normalen Menschen ein Milliardstel Ackermann. Also knapp ein Cent. Aber naja, ich sag mal so, klein Vieh bringt auch. Guckst nur ein. Du auch, mein Freund. Kommst nicht her, Todd. Und so, weil das ein bisschen anstrengend ist für die Steuerbehörden, wir haben da auch noch ein bisschen was anderes zu tun, geben Sie das doch einfach mal bitte durch, ja? So. Und die Schwangeren, ja, die nehmen bitte mal zwei. Bekomme ich auch so einen Aufkleber? Alt, das ist nichts Gutes. Außerdem
Sie haben sie doch schon einen hier auf dem Arm. Und ich dachte, das wäre Ausschlag. Ich schlage Sie gleich. Diese Nieder, alter Steuerhinterziehen, dass ich dubiosen Politikern ein Laster Inkontinento Trunks. Ja, hallo, ich hab natürlich den ganzen Tag Zeit, ja? Mal auf die Uhr geguckt schon mal. Schon wieder spät. Ja? So. Und wir können ja auch von mir auf unsere Beleidigung gerne im Auktionshaus fortsetzen. Oh ja! Ich bin schon gespannt, wann Traurig in seiner Beschimpfungstirade die Kurve kriegt und mir seine Liebe gesteht. Das ist ja wohl zu... So, kommen Sie, wir gehen jetzt. Was? Wir gehen jetzt. Ist das das Auktionshaus? Das hätten Sie auch schneller haben können. Und ist das hier das Auktionshaus? Ja. Da fahren Autos drin? Als Vollidiot! Wir sind doch nur aus der Praxis rausgegangen und stehen jetzt auf einer Straße. Straße, Autos, Straße. Kriegen Sie eigentlich noch irgendwas mit? Natürlich! Wir sind im Besitz eines mysteriösen schwarzen Koffers und haben unsere Steuern nicht bezahlt. Und seit wann interessiert das irgendwen? Denken Sie an Uli Hoeneß! Wer spricht heute noch von den Steuerschulden dieser wurstfressenden Fettsau? Lünchen hätte man den damals sollen, schön am Bau aufknüpfen. Aber leider ist das im Rechtsstaat ja nicht möglich. Zumindest nicht mit meiner Arthritis. Und was ist das überhaupt für eine bescheuerte Regelung mit der Selbstanzeige? Vor allem, wo Peniskopf Hoeneß dank seiner CSU-Freunde von den Ermittlungen wusste. Stellen Sie sich vor, ich ersteche jemanden auf offener Straße. Und das stelle ich mir oft vor. Wenn mich die Polizei bei der Tat erwischt und ich dann weglaufe, kann ich doch auch nicht auf einmal stehen bleiben, mich mit erhobenen Händen umdrehen, das Messer fallen lassen und sagen, ich zeig mich selber an. Und wenn ich dann mit Seehofer öfter in den Zwingerclub gehe, ist die Sache auf einmal vom Tisch. Wo wären wir denn da? Und wo sind wir jetzt eigentlich? Vor Ihrer Praxe. Da fällt mir ein. Moment. Was brauchst du denn noch was? Du bist trotzdem gefändet. So. Praxisschild haben wir auch gefunden. So, und jetzt gehen wir zum Auktionshaus. Moment mal! Bei Steuerschulden fällt mir was ein, dass ich da auch nicht früher daran gefühlt habe. Was? Nein, ich meine früher daran gedacht habe. Ja. Was? Ja, egal, gehen Sie schon mal vor, ich komme gleich nach. Das
sieht mir alles sehr vertraut aus. Ja, ich habe das alles originalgetreu hier aufbauen lassen. Damit wir jetzt versteigern können. Was ist denn das für ein völlig unsinniger Aufwand für eine Versteigerung? Das wäre Unsinn. Und du sagst, das ist doch zeitlich gar nicht möglich. Wir waren doch nicht mal 4 Minuten hier. 5 Minuten hier. Da haben Sie recht. Ist jetzt aber so. Ja. Da sitzt ja sogar Margot. Ja. Hallo, Dr. Traurig! Mich haben ein paar starke Männer auf Händen durch die Stadt getragen. Hab ich heute Geburtstag? Ja, Marco. Ich muss Ihnen die Illusion lassen, dass es Sie völlig am Boden zerstört. Ja, Marco. Ja, ja. Sie haben heute den Geburtstag. Es ist alles in Ordnung. Wir sind hier, um ein bisschen zu feiern. Das ist alles in Ordnung. Ach, schade. Als ich am Eingang Auktionshaus las, dachte ich, die Praxis wird versteigert. Und ich kann mir mit einer dicken Abfindung in der Tasche eine richtige Arbeit suchen. Was? Frau, Kriterin? Da Sie zum versteigerungsrelevanten Auktionsfundus gehören, gehen Sie bitte jetzt in das Hinterzimmer, bis ich Sie aufrufe. Außerdem brauche ich den Sitzplatz. Ach, alles klar. Hoffentlich bekommen Sie für mich einen ordentlichen Preis. Ich habe sehr gute Zähne. Oh, bisschen dick. Dick läuft nicht mehr so gut heute. Barock, ja. Wo? Da können wir ja beginnen. Herr Paul, Sie können ja, das machen, was Sie schon gemacht haben, nämlich Platz nehmen. Entschuldigung, ja. Ja, bitteschön. Jetzt ist Folgendes. Ich muss leider diesen Tipp hier nehmen, weil die haben ja kein Auktionspodest in ihrer Praxis, komischerweise. Naja, gemäß übrigens fiktionalen bürokratiebeschleunigen Bühnenversteigerungsrecht erkläre ich die Auktion hiermit für eröffnet. Jetzt sind wir also unterm Hammer. Ach, deswegen heißt die Show heute so. Was? Was? Hä? Na, die Show heute. Ich habe hier diesen schönen Flyer. Traum, da steht mein Name drauf. Da bin ich ja drauf gemalt. Moment, Moment. Ja, doch, das. Wieso können Sie jetzt trotz Aufkleber auf Ihrem Mund auf einmal wieder reden? Ach, an mir ergibt was gar nicht seinen Sinn. Warum konnte mich Traurig eben zum Beispiel hören? Warum passt sonst keiner? Warum ist jetzt keine Musik? Das kann der doch sonst auch nicht, der Traurig. Und warum bin ich nicht schon längst der offizielle Star dieser Show? Schläger und Gong. Das hätte doch viel mehr Klang als Traurig und Alt. Verstehen Sie? Viel mehr Klang. Ja. Bevor wir jetzt das Erzählgerüst endgültig zum Einsturz bringen, sollten wir tatsächlich mit der Auktion beginnen. Als erstes Auktionsgut habe ich auf meiner Liste das Buch mit einem Tarntitel Selbstmord, todsichere Wege für einen selbstbestimmten Abgang, posthum veröffentlicht von, ja, wie spannend, das ist bestimmt von einem Parteikollegen, von Ihrem Patienten, Herr Traurig, von Herrn Dr. Jürgen, da fällt mir ein,
Kulturschock. Laut Pietätsregelungen betreffend schwarzen Humor darf ich den Namen nicht nennen. Ja, ja, verkaufen Sie das ruhig. Das hat eh nicht geklappt. Ich habe ja auch gar keinen Fallschirm. Ja, ich glaube, den brauchen Sie für die Methode auch gar nicht haben. Also, zur Verteidigung steht ein Selbstmordleitfaden bzw. Selbstmordleitstrick, wenn ich mir diesen Scherz ja, höre ich 5 Euro zum ersten, 6 Euro zum zweiten und 6 Euro zum dritten. Hier verkauft da vorne an den Teenager in der dritten Reihe, der gerade in den Leiden des jungen Wärters möckert. Nächster Punkt, ein Buch. Oh, worum? Ja, Würde und Anstand und Lebensfreude. In einem praktischen Dreierpack gefunden, ganz hinten im Schrank von Herrn Traurig. Ach, da waren die. Ja, was höre ich für Würde, Anstand und Lebensfreude? Ja, höre ich 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro. Ich höre 30 Euro. Zum ersten, 30 Euro zum zweiten und 30 Euro zum dritten. An den Karl Theodor von Gutenberg. In der zweiten Reihe unter. Wie bitte? Was? Ja, klar, wenn Sie jetzt Interesse nur an Lebensfreude haben, dann können Sie die anderen beiden Posten auch gerne wegschmeißen. 30 Euro kostet eine Poste. Ist ja irgendwie schade, dass die jetzt ganz weg sind. Irgendwie fühle ich, aber irgendwie fühle ich mich jetzt gerade auch sehr erleichtert. Erleichtert? Wie das wohl wird, wenn die ganze Praxis weg ist? Ja. Als nächstes folgen dann zwei Gegenstände auf dem Büro von Dr. Alt. Da haben wir zunächst eine Originalbibel, die ich leider eben schon verkauft habe, aber ich mache es einfach nochmal an. Vom Autor signiert. Vorsichtig. Höre ich 100 Euro. Wie bitte? 1 Million. 1 Million Euro. Geht da jemand mit? 1 Million Euro, 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 1 Million Eu
Sie haben kein selbstgestricktes gefunden? So schrecklich mein Leben in dieser Praxis auch sein mag. Alles andere, das wäre doch noch viel schlimmer. Nein! Von Ihnen, nein. Von Ihnen lasse ich mir die Praxis nicht wegnehmen. Praxis, die ist das... Die ist das Einzige, was ich noch habe. Beruhigen Sie sich bitte. Das werden Sie mir nicht nehmen. Herr Dr. Traurig, Sie werden mir doch nicht etwa was antun. Sie sehen gerade so gefährlich aus. Ich habe die ganze Staatsgewalt hinter mir. Haha, die Staatsgewalt. Die ist doch samt und sonders in Hamburg und passen dann ihre Polizeistaatsfantasien rum. Wer soll Ihnen denn noch helfen? Sie sehen Sie, kleiner Piepmaxi. Ich heiße Kuckuck. Alles in Ordnung. Sie haben ja gar nichts zu sagen, vor allem nicht, was Sie oder irgendwer. Niemand hat mir was zu sagen. Sie und diese ganzen Pathologen da mit ihrem Dosierungstipp für Medikamente. Diese ganzen Lehrbücher und Fachzeitungen, die meine Methoden ins Lächerliche ziehen. Ich lasse mir nichts mehr gefallen. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Sünde begangen, die einst kein kurz nach dem Sündenfall habe ich einen unschuldigen Menschen erschlagen. Ich habe die Praxis doch damals dem Teufel verkauft. Hier. Was? Ich habe Ihnen das nie erzählt. Oh, da ist ja mein Auswurf. Jedenfalls habe ich Ihnen das mit der Praxis und dem Teufel nie erzählt, weil Sie bei sowas ja immer empfindlich reagieren. Aber die Praxis gehört Satan. Halt, wie haben Sie denn überhaupt hierher gefunden? Ach, die Adresse steht auf meinem Arm. Ich habe die nützlichsten Muttermale der Welt. Jedenfalls müssen wir auch nur einen sehr geringen Steuersatz zahlen, direkt an Lucifer. Darum stand auch immer in den Akten, zur Hölle damit. Das war ganz korrekte Buchhaltung. Lucifer? Ja, er hat mir eben auch erzählt, dass er sich mit ihnen angefreundet hatte. Er wollte eigentlich damals nur nach seinem Besitz gucken. Satan war nach dem Sündenfall ja komplett außerhalb des Einflussbereiches Gottes. Einsam, ohne jedes Gefühl der Liebe und Nähe. Das traurigste Wesen der Schöpfung. Und dann hat er sie kennengelernt. Und um ihre Freundschaft nicht zu gefährden, hat er ihnen nie erzählt, dass ihm die Praxis gehört. Aber... Ja, Traurig, wir sind komplett aus dem Schneider. Aber ich hab doch den steuerfahrenden Gerichtsvollzieher-Auktionator gerade umgebracht. Na und? Den vermisst schon keiner. Der mag schon Beamte. Ja, und die Leiche? Die werden wir schon los. Ich habe eh etwas Hunger. Oh.
Ja, was ist mit diesem Koffer? Und dem ganzen Schweizgeld? Ja. Ha! Das ist lustig. Wo ich gerade Hunger sagte, ist mir das auch wieder aufgefallen. Da war nie Geld drin. Was? Alles ganz legal. Wir haben uns nicht zu Schulden kommen lassen. Da ist etwas drin, was Rainer noch viel mehr bedeutete. Was denn? Ach, so ein Käse. Genau. Möchten Sie? Ach Gott. Thank you.